Herzlich willkommen zurück hier bei den Ameisen, meine lieben Freunde. Momentan sind wir in unserem neuen Formarikum, haben hier noch keinerlei Nahrung, können theoretisch eine größere Truppe haben. Und wo wir gerade eben von größeren Truppen sprechen, wir haben ja jetzt endlich Zugriff auf die Feuerameisen, die wirklich in großer Zahl wohl über ihre Feinde herfallen werden. Und genau das erleben wir jetzt hier in Kaltblütig. Da werden wir wohl eine Feuerameisenkolonie sprechen. Spielen natürlich. Gut, wir sprechen sie vielleicht auch. Wir legen los. Die erste Frage, die wir uns stellen, natürlich wieder müssen, ist, sind wir regenerativ oder sind wir energisch? Ganz im Ernst, ich bin immer noch der Meinung, dass dieses regenerativ besser ist, einfach, dass wir kostenloses Nachschlüpfen haben. Und deswegen werde ich das auch an dieser Stelle wählen und nicht nur in unserem Formarikum. Kann natürlich auch gut sein, dass das andere ganz gut ist, aber erstmal nehmen wir das. Okay, wir sind wirklich sehr klein. This Synopsis Invicta Fire Ant Queen has landed on the edge of a swamp. She may be far from her native habitat, but the Fire Ants are well known for their ability to adapt. Competition for food will be fierce. She will need to raise an army quickly to compete with the local predators. Ich denke, das kriegen wir wohl hin, um uns jetzt hier um die, erstmal unsere Truppe zu kümmern. Wir vergrößern jetzt erstmal hier diesen Raum, würde ich sagen. Um als allererstes, ich würde schon sagen, ein paar Arbeiter jetzt hier zu erschaffen. Ich möchte ein paar Arbeiter erschaffen an der Stelle. So, wunderbar. Wir gehen dann auch hier schon mal weiter, weil hier gibt es auch nochmal irgendwelche Leckereien. So, wir können hier direkt weitermachen. Sehr gut. Gebt mir noch mehr Arbeiter. Die sind relativ teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kosten 20 und die Krieger kosten 40. Okay, aber es sind tatsächlich mal Krieger, die ein bisschen billiger sind. Das finde ich jetzt gerade eben schon mal ganz, ganz nice. Okay. So, das ist jetzt hier Gruppe 1. Die kann jetzt hier schon mal da runtergehen und hier die nächsten Nahrungsmittel jetzt hier organisieren. Ich würde sogar fast sagen, dass wir in diesem Raum... Ach nee, das ist der Ausgang hier. Ah, okay, komm, wir machen schon mal auf und gucken mal, was wir da draußen so sehen. Vielleicht gibt es ja ganz, ganz gute Nahrungsmittel für uns. Das hier ist schon der Ausgang. Gut, was ist da draußen? The colony lies in the shadow of a great titan to the north. An American bullfrog. This large female has found the perfect spot to feed. Sheltered by foliage and in the path of many wandering insects and smaller amphibians, she has no reason to move on. Eventually, she will need to be displaced. But for now, the fire ants have more pressing business to attend to. Okay, gut zu wissen, dass wir jetzt hier solche Dinge noch zu bekämpfen haben. Also ich wusste, dass es diese Viecher gibt, aber tatsächlich ist es jetzt für mich das erste Mal, dass ich damit konfrontiert werde. Gibt es noch irgendwo Nahrung, die einigermaßen kostenlos zu holen ist? Ja, okay, kostenlos wahrscheinlich nicht, aber vielleicht einfach, in Anführungszeichen. Also egal, wo ich jetzt hier gerade eben hingehe, es wird auf jeden Fall nicht ungefährlich. Das sehe ich jetzt schon ein. The boggy soil surrounding the nest is lacking in nitrogen and phosphorus. Nutrients vital for plants to photosynthesize and grow. To survive in this environment, some have evolved to supplement their mineral diet by trapping and dissolving invertebrate prey. Okay. Also, wir haben hier wohl Fressfeinde, auf gut Deutsch gesagt. Mit denen müssen wir dann lernen, umzugehen und zu leben. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Ameisen. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Aber unsere Nahrungsmittelsituation wird dadurch jetzt halt nicht unbedingt geiler werden. So, wir gehen schon mal dahin und vergrößern jetzt den Raum, holen uns jetzt hier diese Nahrungsmittel. So, ich denke, wir können schon mal direkt hier weitermachen. Da ist der zweite richtige Krieger, das ist gut und jetzt arbeiten wir uns hier rein. Oh, was bist du denn? Eine Larve wieder. The ants have uncovered a group of hungry checkered beetle larvae. The soft grubs may look defenseless, but they have big jaws and appetites to match. Ja, aber wir haben ihn geschafft. Alles gut. So, wir gehen jetzt mit euch wieder da hoch. Wir können
noch mehr Krieger machen. Die brauchen wir jetzt auch. Die kleine Kolonie von Fadelay Morisi, big-headed ants, haben sich auf einem Hügel zu den Westen etabliert. Scavenging for seeds, aphids and dead insects, they are unlikely to pose a threat to the Invicta colony, if left undisturbed. So, kommt, grabt euch hier rein. Oh, ich kann ja noch höher. Ich glaube, ich werde erstmal ganz, ganz kurz hier meine Kampfkraft hier drinnen aufbauen. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Okay, ja, haben wir schon wieder gewonnen, das ist gut. Und jetzt können wir nochmal ein bisschen Nahrungsmittel hier organisieren. Ja, da, also da will ich momentan, glaube ich, noch nicht. Gibt's da draußen nicht irgendwie? Oh Gott, das sind Spinnen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nee, also begeistert bin ich nicht von dem, was ich hier gerade sehe. Nee, nee, nee. Oh, hier liegt noch einiges an Fresschen rum. Einiges an Fresschen, das ist geil. So, genau. Liefert ab. Wunderbar. So, der 25er kommt jetzt hier noch ran. Jetzt haben wir noch den 30er hier. Ich muss irgendwie einen Weg finden, mich jetzt da hinten durchzugraben. Aber egal, wie ich es mache, angenehm wird es nicht. Okay, jetzt holen wir uns erstmal noch mehr von den Kriegern, bis wir alle Zähne haben. Und dann, was haben wir denn da noch Schönes? Hier gibt es wohl irgendwas zu fressen? Ich guck mal gerade eben, ob ich das hier organisieren kann. Was ist das? Fressen wir auch Pflanzen? Okay, beißen ihre Feinde und fügen ihnen physischen Schaden zu, setzen aber auch regelmäßig ihren Stachel ein, der einen wesentlichen höheren Giftschaden verursacht. Den Großteil ihres Schadens verursachen sie mit ihrem Stachel. Die langsame Larve des Buntkäfers verfügt über, über mehr Gesundheit und Schaden als viele andere kleine Kreaturen. Regenerative Feuerameisen können kostenlos schlüpfen, falls das Ei vor dem Schlüpfen eine kurze Zeit auf dem Feld lag. Vermeide es, Feinde anzugreifen, bis die meisten deiner Felder leuchten, was darauf hinweist, dass das Schlüpfen kostenlos wird. Und die Großameisensoldatinnen können sich zwar verteidigen, stellen aber keine große Bedrohung dar. Wenn die Kolonie sich allerdings bedroht fühlt, können sie mit der Produktion einer gefährlichen Kaste beginnen. Okay, ich habe keine Ahnung, warum es hier Nahrung liegt, aber hier liegt Nahrung. Many of the milkweed plants growing nearby are infested with aphids. Their honeydew excretions present an ideal energy-rich food source for the fire ants. Aphids far from the nest are vulnerable, however, and are sometimes relocated closer to home, where they can be better protected from predators and thieves. Okay, wir haben also da unten ein bisschen Honig gefunden, was uns zumindest es erlaubt, nochmal eine weitere Feuerameise jetzt hier zu machen. Und hier sehen wir schon mal, das sind die, die, glaube ich, leuchten, die jetzt hier kostenlos nachspawnen würden. Das ist auch sehr, sehr nice. Und jetzt vergrößern wir mal gerade eben nochmal hier diesen Raum, würde ich sagen, weil wir werden eine Menge von denen hier brauchen, später noch. Aber noch erlaubt uns diese Nahrung das jetzt hier gerade eben nicht. Also, wir fräsen uns jetzt mal hier weiter. Und dann noch weiter. Und dann noch weiter. Es dauert nicht mehr lange, die dürften eigentlich jetzt hier... Gibt es einen Timer oder sowas, der mir das anzeigt? Also auf jeden Fall, ja, also die meisten von denen spawnen nach jetzt an der Stelle. Also wir machen weiter. Und ran an den Speck. Okay, der Schaden, den die damit machen, ist wirklich beträchtlich. Nicht mehr überlegen, wo ich als nächstes überhaupt die Verteidigungsanlagen bauen soll. Egal, wir gehen jetzt erstmal da noch hoch. Führen unseren Angriff mal in diese Richtung. Ich will noch mehr Arbeiter, mehr Krieger haben. Wenn ich kann. Die Nahrungsmittelversorgung dürfte es eigentlich gestatten. So, wunderbar, da noch hin. Da noch hin und dann sind wir wahrscheinlich jetzt hier gleich wieder drin. Holt sie euch! In the nest.
Sehr schön. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich sage, das hier wird jetzt hier unser Fresschenlager. Dass wir dann hier alles einlagern. So, mach das hier mal schön auf. Genauso wie auch das da und das und das und das und das und das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir dieses Problem nicht mehr. So, mehr Ameisen bitte. Vor allem Soldatenameisen. Ihr geht jetzt hier in die andere Gruppe jetzt hier rein. Ihr geht jetzt dahin und dann fräsen wir uns jetzt hier schnell durch. Den Großen sollten wir, glaube ich, vermeiden. Wenn ihr mich fragt, das sollten wir nicht zulassen, dass der uns jetzt hier aufs Dach steigt. Warte mal, ich glaube, ich kann sogar noch hier hingehen. Und mich hier durcharbeiten und hoffe, dass... Oh Gott, das sind zwei große. Shit, da komme ich nicht durch. Das ist doof. Das ist sogar sehr doof. Das heißt also, wir müssen rausgehen, wenn wir Fresschen haben wollen. Aber wo hole ich mir jetzt Fresschen? Bei den Spinnen? Also gut, ich hole mal die Soldaten raus. Wo kann ich hier Fresschen organisieren? Hier gibt es nochmal ein bisschen was. Ja, hier gibt es halt nochmal was. Aber es ist halt echt nicht super viel. Wenn die Pheromongruppe Blattlausumsiedlung aktiviert ist, sammeln Ameisen Blattläuse ein, die sie auf entlegenen Seidenpflanzen finden und schaffen diese anschließend auf jene Seidenpflanze, die ihrem Nest am nächsten ist. Oh! Jetzt weiß ich, wie wir das machen. Okay, wenn in der Markierungsgruppe Blattlausumsiedlung deaktiviert ist oder wenn die Blattläuse sich bereits auf jener Seidenpflanze befinden, die vom Nest am nächsten ist, ernten die Ameisen auch umgehend den von Blatt produzierten Honigtau. Okay, und wir können Pontos, schwimmende Brücken über Wasser bilden. Also, okay, aber das Erste, was wir machen müssen, ist eigentlich jetzt hier die Blattläuse jetzt hier zu remigrieren. Ich hoffe zumindest, sie machen das. Auch hier will ich das ganz schnell machen. In der Hoffnung, dass wir das schaffen. Ja, da ist eine Blattlaus, die sie gerade eben hier organisieren. So, wo bringt ihr nämlich den jetzt hin? Ich weiß es nicht. Oder oben ist eine Spinne. As the sun sets, the local amphibians begin to emerge from moist crevices near the water's edge. Vertebrates will be picked off quickly. The ants should travel in numbers or not at all. Ich glaube, das hier ist... Ja, das ist natürlich... Oh Gott, ich bin so dumm. Das ist eine... Das ist eine Fliegenfalle. Oh Mann. Ja, das war jetzt ungünstig. Sagen wir, wie es ist. Da hätte ich nicht hochgehen sollen. Ich muss mich von den Dingern hier, glaube ich, echt fernhalten, weil die mich hier ansonsten meine ganzen Ameisen kosten. Das war nicht sehr smart, Murpyline. Nein, war es nicht. Okay, wir machen hier das hier noch auf, um noch mehr Krieger zu organisieren. Dann kommt ihr. A bombardier beetle, Brachinus alternans, is hunting for insects outside the nest. It may seem unwise for it to wander so freely amongst the large amphibians that share the swamp at night, but they would do well to leave it alone. This beetle is a master of chemical warfare. Solltet ihr jetzt hier nicht hier abtransportieren? Wo habt ihr den denn jetzt hingebracht, Freunde? Bin gerade eben ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also hier kann ich offensichtlich nicht hin, weil das hier offensichtlich eine Falle ist. Das habe ich jetzt soweit schon begriffen. Hier muss ich auch aufpassen. Hier ist auch eine böse, böse Spinne oben drauf. Versuchen wir mal hier nochmal was zu organisieren. Ihr seid jetzt hier. Wo habt ihr den denn hingebracht? Ich weiß es nicht. Das ist für mich das erste Mal, dass ich mit diese,
in dieser Art von Dingens arbeite. At night, eastern narrow-mouthed toads patrol above ground looking for food. Ants make up 75% of their diet, so the small colony must stay alert. To make matters worse, they are excellent diggers. It's only a matter of time before one tunnels its way into the nest. Okay, ich glaube, ich sollte mich um diese Bombardierkäfer grundsätzlich kümmern. The ants have been attracted to secretions of nectar produced by a yellow pitcher plant. In order to feed, however, the ants must position themselves precariously over a deep vat of digestive liquid. Waxy deposits on the rim ensure that any ant that steps too far in won't be stepping out again. Okay, wir sind jetzt schon gefährlich nah an diesem Ochsenfrosch. The ants have clashed with a bombardier beetle. Feeling threatened, the beetle mixes a cocktail of chemicals that react together, boil and explode from a valve at the base of its abdomen. Ich bin immer noch gerade eben irritiert, wo sie jetzt... A wasp mantid fly, Climacella brunea, has descended from her perch into the path of the ants. Unrelated to true mantids, her spiked raptorial forelegs are a perfect example of convergent evolution. Halten wir mal fest und... Oh, shit! Burrowed into the nest. No! It may be small for a toad, but its appetite for ants is insatiable. Secretions from its skin burn any that manage to escape its projectile tongue. Ist das gemein, ey! Okay, klettert hoch und tut ihm weh, tut ihm weh, tut ihm weh! Der macht wirklich hier alles kaputt, ey. Ich hab das nicht kommen sehen. Das ist neu. Ich find's cool. Und schrecklich gleichzeitig. Mach dieses Vieh fertig. Okay, 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 okay. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Aber... Und, oh. Jetzt bitte sagt mir, dass der hat 76 Nahrung. Ich finde das ehrlich gesagt echt ein bisschen wenig. Für so ein Riesenvieh, wenn ihr mich fragt. Ich finde, das ist wenig. Wir verstärken jetzt hier schon mal. Ne? Ich glaube, so kann ich relativ schnell jetzt hier die Anzahl meiner kleinen Tierchen hier verdoppeln. Das wäre mir jetzt gerade eben sehr, sehr recht. Hier gibt es wieder... Ich weiß aber immer noch nicht, wo sie die angeblich hingebracht haben, die anderen. Hier sind ja welche. Ne? Sie sollten sie ja umordnen. Verbiete die Ameisen, die ausgewählte Gruppe erntebare Insekten wie Blattläuse an einem Ort der Nähe des Nests zu bringen. Ich weiß nicht, wo sie das machen wollen. Aber wir holen auf jeden... Oh Gott, da ist schon wieder so ein blöder Käfer. Wir holen mal gerade eben ein bisschen Fresschen jetzt hier für unsere Leute. Und auch hier holen wir ein bisschen Fresschen. Also wir sind noch weit davon entfernt, eine große Horde zu werden hier. Das dauert noch. Oh, ich muss aufpassen. Bitte organisiert hier ganz, ganz schnell was. Also jetzt muss ich mal beobachten, wo du den jetzt hinbringst. Ich möchte, dass es wissen. Wohin bringt ihr den jetzt gerade? Okay, ihr bringt ihn rein. Dawn breaks. And the salamanders and toads retire to their damp alcoves to wait out the sun. Only the great bullfrog remains. She sits patiently on her throne, waiting for the next meal to wander by. Okay, ich habe gerade eben gelernt, das sind ja gar keine. Aber wo sind die dann? Das sind einfach nur irgendwelche Samen, wie ich gerade feststelle. Okay, das sind nur Samen. Ich hatte gedacht, das wären die Blattläuse. Okay, das heißt also, ich muss jetzt irgendwie Blattläuse finden. Hier sind auf jeden Fall welche. Ich versuche jetzt mal, die hier umzusiedeln. Oh shit, ich muss aufpassen. Okay, wenn wir Glück haben... Machen die das jetzt hier ohnehin so? Es geht ihr nochmal alle da ein. Also der Plan ist jetzt ganz, ganz klar, die jetzt hier umzusiedeln. A magnolia green jumping spider, Lysoman viridis, has ambushed a fire ant. It prefers to hunt on foliage, where it is less likely to be spotted by predators and prey alike.
Out on the ground, it's more vulnerable, but that won't stop it from snacking on lone ants far from the safety of the nest. Das habe ich mir schon so gedacht, aber so, jetzt weiß ich endlich, wie das geht. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Gott, hier liegt ja richtig Fresschen rum. Ich glaube, ich versuche mich mal mit dieser Spinne hier anzulegen und das Fresschen hier zu organisieren. So, jetzt haben wir immerhin schon mal 8 Stück hier. I like what I see. Da macht die ja alle. Sehr gut. The ants must defend themselves. Ich weiß nicht, was hier rumliegt. Da ist ja nochmal ein Käfer. Okay, der Käfer hier hat relativ wenig zu lachen. Spotted tiger beetle Cicindela sexcutata is on the move near the nest. Its metallic green elytra make it unmistakable, and like its other tiger beetle cousins, long legs give it the speed to chase down small arthropods with ease. Das soll mir recht sein. Das kann er gerne nochmal versuchen. Also der war jetzt gerade eben kein größeres Problem. Boah, hier ist es wieder problematisch, wenn die da hochklettern. Würden sie nicht überleben. Ah, die sind gesättigt, wie ich gerade eben sehen kann. Die haben irgendwas gefressen. So, ihr kommt jetzt wieder hierher. Ich brauche noch mehr von diesen Blattläusen. Das Dumme ist bloß, wie bewege ich sie dahin, wo ich sie haben will. Ja, ich will auf jeden Fall jetzt hier noch versuchen, diese 7 dort da drüben zu bekommen. Kann ich da rüber? Ich versuch's mal. Ich versuche mal darüber zu kommen. Wir bauen hier noch aus und hier noch aus. Jetzt bin ich gespannt, ob sie darüber klettern. Oh no! Mach diese Wespe alle! Checkered beetle, Enoclerus rosmarus, has been disturbed by the ants. It has the same ravenous appetite and slicing jaws as its juvenile counterpart. But now paired with thick armor plates, it represents a far greater danger to the colony. Also das hier ist wirklich ein gefährliches Pflaster, ich sag's euch. Ich bin gerade eben noch ein bisschen überfordert, wie ich das jetzt hier machen soll. Da ist nochmal so ein oller Käfer. Ich meine, der bringt immerhin auch ein bisschen Essen. Wenn ich den jetzt platt mache hier. Krallen wir in uns. Komm her, Junge. The battle has begun. Und down it goes. So. Ja, ja, wie gesagt. Oh, da ist nochmal einer. Gut. So, fresst den jetzt hier auf, zerlegt ihn. Wir machen mal weiter. Jetzt bekomme ich nämlich hier für jede dieser Felder ein zweites. Even in small numbers, the fire ants are menacing, but in large numbers, they are virtually unstoppable. Ja, wir müssen es halt bloß erstmal schaffen, jetzt hier large numbers zu haben, ne? Das ist das eigentliche Problem. Nochmal 22 Nahrung, sehr gut. Nehmt ihn auseinander. Und nicht nur das, also wenn ich sie levele, werden sie auch noch sonst noch stärker. Okay, ihr geht jetzt hier erstmal wieder zurück. Ich brauche halt noch mehr Blattläuse. Wo soll ich denn die noch herbekommen? Ich habe keine Ahnung, was die hier machen, aber sie haben anscheinend hier irgendwas organisiert. Also das hier ist natürlich wieder mal tödlich, ne? Das überlebt man nicht. Da ist nochmal eine Spinne. Also erhöhen wir nochmal jetzt hier erstmal die schiere Zahl. Erstmal hier noch. Dann kann ich den hier noch verbessern. Dann bekomme ich noch den 20. Soldaten. Sehr gut. Ich bin echt am Überlegen, ob wir nochmal reingehen sollen und versuchen sollen, jetzt hier lieber hier drin zu kämpfen. Ich glaube, das machen wir. Ich versuche jetzt hier drin nochmal Nahrungsmittel zu organisieren. Eine andere Idee habe ich gerade eben nicht. Einfach um noch ein bisschen mehr Fresschen zu bekommen. Noch ein bisschen mehr Entwicklung zu schaffen. Weil hier unten gibt es halt auch einiges, was ich definitiv noch haben möchte.
So, dann machen wir jetzt hier mal auf, würde ich sagen. 20 Stück sind wir schon. Wobei das echt nicht viel ist. Also hier wird es wirklich die Herausforderung werden, Fresschen zu bekommen. Nochmal. Was ist das? Bist du die ausgewachsene Variante? Ja. Das war der ausgewachsene Buntkäfer. Wir graben mal in der Zwischenzeit hier weiter. So, der wurde jetzt hier auseinandergenommen. Ihr sammelt hier immer noch. Naja, wirklich viel sammeln kann man da jetzt nicht sagen. Es ist einfach noch zu wenig da. Den können wir noch verbessern und den können wir noch verbessern. Sehr schön. Dann machen wir dasselbe Spielchen hier noch. Ihr geht hier weiter, grabt euch hier weiter durch. Beziehungsweise ihr sollt eigentlich hier bleiben, genau. Dann hier noch rein. Zum Beispiel zwei Buntkäfer jetzt hier drin. Und danach wird es wohl etwas reichhaltiger, was wir hier haben können. Und go! Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Also sie töten auf jeden Fall sehr, sehr schnell unsere. There's not enough food to feed the new brood. Okay, alles klar. Jetzt können wir uns hier durcharbeiten. Das dürfte jetzt alles gar kein Problem werden hier. Und hier machen wir auch noch einen Weg durch. Müssen bloß hoffen, dass... Ja, okay, hier ist nicht mehr so viel. Hier gehen wir noch dahin. So, ihr könnt jetzt hier wieder hochgehen. Dann geht ihr dahin, weil ihr könnt das jetzt hier alles aufmachen. Oder macht ihr das alles? Nö. Aber die können das trotzdem jetzt hier gleich einsammeln. Alles gar kein Problemchen. Aufwerten. Dann werten wir den noch auf. Den da noch. Oh yes, baby. Oh yes. Genau dafür sind wir hier. 23, 24. Hier liegt auch noch mal ein bisschen was rum. Wir sammeln mal schnell das hier noch ein. Ihr organisiert jetzt das da. Da gibt es noch Fresschen. Ich glaube sogar, dass ich jetzt denen sage, dass sie hier einfach so durchmarschieren sollen, um das hier alles zu organisieren. The ants must defend themselves. Mhm. So, der ist down. Dann mach noch schnell den da down hier. Also gut, wir haben einiges jetzt hier wieder gerade eben erjagt. Dann holt ihr noch schnell mal das da. Da gibt es auch noch mal ein paar Kleinigkeiten. Oh, shit, 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 shit. Ich habe vergessen, dass es diese blöde Wespe hier gibt. Verflixt noch eins. Das habe ich gerade eben wieder mal völlig vergessen gehabt. Okay, ich guck mal, dass ich jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Nahrung einlagerbar mache. Das kostet ja zum Glück nicht viel. Eieieiei. So, und selbiges Spielchen natürlich jetzt hier. Um unsere Soldatenzahl wieder zu erhöhen. Also hier ist die Herausforderung wirklich der Anfang, den man irgendwie überleben muss. So, ihr sammelt gerade eben all den Kram jetzt hier noch ein. Hier laufen schon wieder irgendwelche Spinnen rum. Once again, dusk sets in over the swamp. Soon, the sandy undergrowth will be teeming with salamanders, toads and nocturnal beetles. Ja, das ist alles ganz gut. Wir holen uns jetzt erstmal die Fressalien von hier drinnen, würde ich sagen. Das klingt für mich gerade eben deutlich gesünder, als es jetzt draußen zu versuchen. Oh, ich sehe gerade eben, das hier wird schwierig werden. Dann muss ich das hier noch mehr erweitern. Aber wie gesagt, wir erweitern jetzt erstmal.
Weil dann haben wir die besseren Varianten unserer Ameisen am Start. Also dann haben wir doppelt so viele am Ende eigentlich. Von dem her, was diese Felder jetzt hier ermöglichen sollten. Dann machen wir hier noch einen Weg hin. Machen wir hier noch eine Ameise hin. Und da noch eine. Wie gesagt, ihr sammelt. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mir hier noch organisieren kann. So, Moment, jetzt haben wir auf jeden Fall hier die 12 wieder möglich. Hier die 6. Hier nochmal einen rein. Dann erhöhen wir hier nochmal. So, wunderbar. Dann kann ich den noch hier noch und den hier noch. Den hier. Das ist ein relativ kleines Feld hier, was mir dann doch eine ganze Menge Ameisen jetzt hier beschert. Ja, hier muss ich noch was machen. Die Frage ist bloß, was ich da hinmache. Ich glaube, ich mache da irgendwas Billiges, sowas wie das hier. Das ist wahrscheinlich besser jetzt in meiner jetzigen Ausgangslage. So, ihr habt alles eingesammelt hier. Dann sammelt ihr jetzt das hier noch ein. Dann verbessern wir, wie gesagt, das hier noch, das hier, das hier. Ja, und hier kommt... Oh, shit, hier komme ich nie weiter. Das ist doof. Okay, wir machen das hier einfach komplett auf. Das ist dann vielleicht der bessere Weg, wo wir gerade von bei Wegen sind. Und hier macht... Loose in the nest. Oh, oh. The larvae must be protected. Wo? Ich sehe sie nicht. Ach, da! Oh, shit. Wieder so ein blöder Frosch, ey. The battle has begun. There are intruders in the nest. Wieder so ein Frosch, ich fass es nicht. Das ist gar nicht so einfach. Der frisst die jetzt halt alle so nach und nach. Und am Ende bringt er gar nicht genügend Nahrung, um das auszugleichen. Okay, der nordamerikanische Ochsenfrosch kommt uns auf jeden Fall immer näher. Das ist nicht sehr schön. Wir erweitern hier nochmal die Felder, die wir laufen können. Erweitern das jetzt hier gerade eben nochmal. Okay, wir haben den hier auf jeden Fall jetzt hier gekillt. Das ist gut. Jetzt könnt ihr das hier noch schnell einsammeln gehen. Hier wurde alles eingesammelt. Dann bin ich jetzt der Meinung, dass wir jetzt hier uns noch reinarbeiten. Oh shit, da ist ja noch einer. Wo kommt denn der her? There are intruders in the nest. Wie unfair. Da kommt noch was, oder? Ey, sag mal, wo kommen die alle her? Okay, schnell da drüben hin. Das ist eine komplett neue und vor allem gemeine Situation. Das ist ja unglaublich. Da muss ich mir jetzt auch mal schnell mit drum kümmern. Aber hier, ach, hier kann man nicht durch. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Hier kann man nicht durch. Alles klar. Also da kommt auch der nicht durch. Immerhin etwas. Ich hatte gerade schon Angst, dass ich jetzt hier gleich Wanddurchbrüche habe an Wänden, die ich nicht erwartet hatte, dass man sie durchbrechen könnte. Kommt der hier durch? Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. So, noch mehr Ameisen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie der hier durchkommen will.
Nominell sollte er es nicht können. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ach komm. For the swamp amphibians, the nighttime feast is over. Toads give way to tiger beetles and the ant colonies step up their activities. If the fire ants are to stand any chance of establishing a long-lasting empire, they must grow quickly. There is no time to waste. Ja, ich arbeite ja daran, liebes Spiel. Ich arbeite ja daran. Das Problem ist bloß, es ist nicht so einfach. Ich brauche mehr Arbeiter, damit die hier noch schneller das alles einsammeln. Es ist nicht so einfach. So, sammle jetzt erstmal die ganzen Fressalien ein. Ja, das ist jetzt hier super ärgerlich. Hier kann man aber auch noch weitergehen, wie ich gerade sehe. Das könnte meine Probleme später noch lösen. So, sammelt noch mehr Fresschen. Und wie gesagt, draußen gibt es ja auch noch Fresschen. Ich glaube, ich hole erstmal das Fresschen, weil das ist ein regeneratives Fresschen. Das, was hier drin ist, das ist ein einmaliges. Ich bin eher ein Fan von dem Regenerativen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir machen hier gerade sehr, sehr schöne Fortschritte. Ja, und jetzt muss ich da noch einen Weg hinsetzen. Und nominell eigentlich noch da. So, ausbauen. Hier noch, hier noch, hier noch. Gut, gut, gut. Ja, hier bekomme ich halt leider keine Verdopplung, aber es ist trotzdem besser als nichts. Wir machen hier auch all diese Nahrungsmittel noch mehr rein. The fire ants have encountered a tribe of Monomorium minimum black ants. These tiny little ants may seem feeble, but the Invicta colony would do well to treat them with caution. Although primarily scavengers, they are armed with powerful chemical secretions and have been known on occasion to invade fire ant nests. Ja, ja, ich weiß schon. Ich muss halt echt meine Zahl vergrößern, ne? Aber der limitierende Faktor ist hier gerade eben immer noch die Nahrungsmittelsituation. Jetzt will ich mal gerade eben mal eine Sache versuchen. Ich versuche jetzt hier nochmal die blöde Wespe zu killen und hoffe, dass es klappt. Oh, das ist ein großes Vieh. Komm, wir krallen den uns. Was bist du? Eine Samtameise. Okay, krass. So, mal dahin alle. Ja, komm du nur hierher. Huh? Da ist sie, komm, tötet sie, tötet sie! Yes! The ants must fight. Gut. Dann geht ihr jetzt hier mal rüber. Guckt euch das mal an, das ist voll krass. Ihr geht da drüben hin. By linking themselves together, the fire ants have formed a pontoon out of their own bodies. It stretches from their home territory to a previously unreachable island, giving them access to new sources of food. Ihr seht, die fallen halt rein und sterben jetzt hier halt einfach, ne? Ja, war klar. So, ihr organisiert die jetzt hier gerade eben mal um. Dann kann ich hier nämlich noch mehr jetzt hier einlagern. Beziehungsweise farmen. Das haben wir hier schon 500 und irgendwas. Ich will die Zahl von euch nochmal vergrößern, wenn ich darf. Reicht aber für mich immer noch nicht. Also wir machen hier nochmal größer. So, dann verbessern, verbessern. Dann kann ich die beiden hier auf jeden Fall auch noch upgraden. Den hier werde ich halt nie upgraden können, was ich echt ätzend finde. So, verbessern. Es sind ja schon 15 Stück oben. Hab ich noch mehr irgendwo hier in der näheren Umgebung? Oh, da ist der Ochsenfrosch, da will ich definitiv noch nicht hin. Ey, krass.
Nee, das ist zu gefährlich. Ich glaube, der Frosch wird dadurch total getriggert. Ich glaube, das ist zu gefährlich, da hinzugehen. Hier ist... Oh, hier kann ich noch hingehen. Nice. The battle has begun. Wo? Ich weiß nicht, was mich hier angeblich angreift. Ah, hier, du. A wingless parasitic wasp, Dasymutilla occidentalis, more commonly known as the red velvet ant, has wandered into Invicta territory. Although not on the hunt for fire ants, it will defend itself if threatened. Armed with an extremely powerful sting and displaying bright warning stripes, most creatures give it a wide berth. Ja, aber ich sag's mal so, die ist jetzt nicht so gefährlich, wie man erst meinen sollte. Also gut, wir haben jetzt hier noch mehr Fresschen. Wir können das jetzt hier noch ausbauen. Dann möchte ich hier noch mehr von euch haben. The neighboring Monomoria Minimum Colony has launched an attack on the Fire Ant Nest. Bitte was? Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kommt mal zurück, Freunde. Das ist nicht das, was ich hören wollte, dass sie mich angreifen. Ja, die kommen jetzt hier gerade eben an. Okay, wir sind gerade noch so entkommen. Jetzt haben wir schon 20. Ey, das ist cool. Also jetzt haben wir so langsam aber sicher so eine kleine Farm uns jetzt hier aufgebaut. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir aus dieser kleinen Farm mehr machen. So, wunderbar. Kann ich euch noch upgraden? Ja, ich kann euch noch upgraden. Die halt leider nicht. So. Ja, da komme ich ja leider auch niemals ran. Ihr sammelt hier das Zeug immer noch. Krass. Okidoki. Gibt es hier noch irgendwie Fresschen? Die haben jetzt gerade eben das hier noch geninjat. Da liegt halt noch ein bisschen Fresschen rum. Wo ist die nächste Farm? Also in diesem Fall. A raiding party of little black ants are stealing aphids. They must be chased down quickly. Da. Angriff! Die holen sich hier meine armen kleinen Blattläuse. Das akzeptiere ich nicht. The battle has begun. Ich hoffe, wir gewinnen das. Die holen immer mehr. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die wieder zurückhole. Okay. Sieht gut aus. Ja, sie haben wohl einen erobert. Oh, shit, sie haben einen erobert. Na gut. Es hätte schlimmer kommen können. Sind wir ehrlich? Viel schlimmer. So, hier ist nichts mehr zu holen. Gibt es sonst gar nichts mehr hier? Ich glaube, hier gibt es gar nichts mehr. Nein. Es gibt nur noch das hier. Diese kleine Menge. Okay, ja, wir gehen jetzt erstmal mit euch. Greifen die etwa immer noch an? Wie grotesk. Die greifen hier wirklich immer noch an. Okay, also ihr versucht jetzt hier erstmal das Problem zu lösen. Jetzt habe ich ja schon, ich habe schon 65 von denen jetzt hier, ne? So, haben wir hier kurz mal gewonnen? Ja, wir haben kurz gewonnen. Wir gehen mal ganz kurz da hin und sammeln die beiden. Okay, der eine ist einfach jetzt hier despawned. Jetzt können wir die hier nochmal töten. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen eigentlich. Hört auf, mich anzugreifen, ihr blöden Mistviecher. Ich will noch den Rest jetzt hier schnell öffnen, wenn es geht. Deswegen gehen wir kurz mal jetzt hier rein. Ihr holt hier nochmal ganz schnell die Nahrung von denen. Gut, gut, gut. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, das sind jetzt hier die Reste, die wir uns jetzt hier noch schnell krallen können. Und mehr ist nicht drin. Innerhalb unseres kleinen Nestes. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, da machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter.
Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Arbeiter, ne? Weil die können leider nicht so viel transportieren, wie wir gerade eben gelernt haben. Mal gucken, ob wir das überleben. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.